rette sich, wer kann. Es herrscht Krieg. Herzzerreißende Szenen. Abschied von Ehemännern, Vätern. Frauen und Kinder verlassen die Ukraine. Männer im Alter von 18 bis 60 müssen bleiben und ihr Land verteidigen. Das sind die einen Bilder. Aber, und das wird selten gezeigt, es gibt nicht nur die, die fliehen. Auch viele Soldatinnen verteidigen die Ukraine gegen Russland. Vor einem Jahr waren es 31.000. Heute sind es wahrscheinlich sehr viel mehr. Im Zuge der Maidan-Proteste und der Krim-Besetzung hatten sich schon viele Frauen freiwillig gemeldet. Das dokumentiert der Film Inner Wars. Er begleitet von 2014 bis 2016 Soldatinnen im Donbass, die an der vordersten Front kämpfen. Sie hat den Film gemacht. Mascha Kondakova, geboren 1989 in Kiew. Wir treffen sie in Paris. Hier lebt sie seit 8 Jahren. Die aktuelle Solidarität auf der Place de la République feiert auch die kämpfende Frau. Für mich ist es wichtig zu sehen, dass Marianne ein ukrainisches Gewand trägt, eine ukrainische Flagge. Denn die Ukrainer kämpfen für ihre Freiheit, für die Liberté. Und diese Solidarität gibt mir die Hoffnung, dass wir gemeinsam eine Zukunft in Frieden errichten können. Ich bin äußerst berührt und beeindruckt von dieser Geste. Über 2000 Kilometer entfernt steht in Kiew eine andere Kriegerin, die Mutter-Heimat-Statue. Der Film aber zeigt drei echte Frontkämpferinnen. Lera, die ehemalige Journalistin. Ira, eine Mine, riss der Sanitäterin beide Beine ab. Und da ist Olena, an der Front nur Witch genannt. Ich war im Krieg und vorher war ich total unpolitisch. Und das Einzige, was ich mit meinem Film ausdrücken wollte, ist, was passiert im Inneren, in der Seele, im Geist, wenn der Tod einen täglich umgibt? Und wie überwinden diese Frauen ihre Ängste, ihre Müdigkeit, um weiterzumachen? Und da habe ich gesehen, dass es keine Philosophie mehr gibt. Denn jedes Mal reagiert man nur so. Und das habe ich gefilmt. Und neben manchen Männern wirken diese Soldatinnen selbst in Extremsituationen ziemlich nervenstark. Wow, Frauen im Krieg. Ich war total schockiert von den Fragen der Journalisten. Nichts für ungut, aber es ist lächerlich, so wie: Sie haben gemachte Nägel, aber Sie sind doch im Krieg? Ja, ich achte darauf. Intelligente Leute wissen, dass man in jedem Job einen Tag hat, um seine Sachen zu reinigen, sich selbst zu waschen. Das ist normal. Das sind die Vorschriften in der Armee. Aber warum stellen wir nicht die gleichen Fragen auch einem Mann? In der Ukraine liegt der Frauenanteil in der Armee offiziell bei 15%. In manchen Ländern ist er zwar höher, aber wohl nie gingen so viele Frauen an die Front. Macht das den Krieg weniger brutal? Ich denke, Frauen sind nicht grausam im brutalen Kampf, haben aber dafür vielleicht mehr psychische Stärken, wissen, wie man Sachen anders dirigiert und organisiert. Ich habe gesehen, wie Lehra sich verhält, wie Witch sich verhält. Wirklich, sie beeinflussen alles und organisieren sich die Dinge um sie herum, wie es ihnen passt. Und die Männer folgen ihnen, weil es so gut klappt. Mit diesen Frauen hat Putin wohl nicht gerechnet. Wofür kämpfen sie, die ukrainischen Soldatinnen? Für ihre Familie? Ihre Stadt? Ihr Land? Ich kämpfe an der Frontlinie vor Kiew, wo die russischen Panzer versuchen, unsere Verteidigung zu durchbrechen. Ich bin eine von denen, die verhindern, dass sie das tun. Aber ich will euch eins sagen. Ich verteidige nicht nur Kiew oder die Ukraine, nicht mal nur Europa. Nein, wir verteidigen die ganze Welt. Was ich noch hinzufügen würde zu dem, was sie sagt, in der demokratischen Welt, nicht in der ganzen Welt, aber in der demokratischen kämpfen wir für die Demokratie, für die Freiheit. Democracy for the freedom. Ти чогось боїшся в житті? Зранку встати і зрозуміти, що все, заради чого боролися, воно є марним. Тобто держави немає, мови немає, знамен також.
Es steht alles auf dem Spiel. Da kann man sich nur verteidigen. Und es müssen auch die kämpfen, die gar nicht wollen und überhaupt nicht dazu ausgebildet sind. Es ist nicht einfach, wenn man eine Kalaschnikow vor sich hat und nicht weiß, wie sie funktioniert. Man muss wissen, wie man sie benutzt, wenn man sich entschieden hat, die Waffe in die Hand zu nehmen. Und wie ergeht es den drei Frauen aus Maschas Film heute? Sie hält Kontakt. Die eine kämpft immer noch in der Nähe des Donbass. Schwere Tage stehen ihr bevor. Ira ist bei ihren Eltern in der Westukraine. Und Lehra ist nicht in der Ukraine zurzeit, sondern in Deutschland. Sie hat ein Kind, einen 3-jährigen Jungen. Und als die Invasion begonnen hat, hat sie ihre Mutter angerufen und gesagt: Mama, kümmere dich um den Jungen, ich breche auf. Und ihre Mutter hat natürlich Nein, Nein gesagt. Aber sie hörte nicht auf ihre Mutter. Der Junge sagte: Ich gebe all meine Spielsachen weg. Lass uns Flüchtlinge hier in unsere Wohnung kommen. Ich gebe alles, aber geh nur nicht weg. Da ist seine Mutter geblieben. Nicht zurück an die Front gegangen. Trotzdem bleibt sie eine Kämpferin. In unserer Wahrnehmung muss eine weibliche Kriegerin eine Amazone sein, wie ein weiblicher Rambo. Nein, das ist eine ganz kleine Person, die eine Heldin wird. Und darum geht's.